Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier ist euer Tastenhauer zurück in Expeditions Viking mit unserer Truppe rund um Sigurd Helgason und inzwischen doch einigen Verletzten. Aber bevor wir uns darum letztlich kümmern können, müssen wir erstmal wieder reisen. Wir haben beim letzten Mal hier das Mysterium um die Sumpfungeheuer aufgeklärt und einige Sklaven befreit. Und ich glaube, ich werde euch gleich nochmal kurz erklären, was meine Arbeitstheorie ist, was dort passiert ist. Wir haben ja gesehen, diese drei Ungeheuer, diese drei Riesen, die wir dort besiegt haben, die sind eigentlich, die hatten überhaupt keine entführten Leute bei sich, aber in ihrer Hütte lagerten jede Menge Preziosen, Gold, Geschmeide und so weiter. Und wer aber Sklaven dabei hatte, das war diese Gesellschaft von Thule, diese Kriegergesellschaft, die dort vier Sklaven festgehalten hatte, unter anderem ja auch den Sohn des Fischers mit dem Namen Mani. Und was ich glaube, was dort passiert ist, ist nämlich, dass Skule und seine Männer dahinter stecken. Die, vermute ich mal, haben diese ja, eher dümmlichen drei Brüder dafür bezahlt, Leute zu entführen, sodass quasi auf der Vorderseite, wenn man von Gerüchten hört, immer von diesen drei Riesen die Rede ist. Und die haben dann wahrscheinlich von Skules Männern Gold oder Preziosen oder was auch immer bekommen, Gold und Geschmeide, um die Leute weiterzuleiten an die Gruppe von Skule. Und die sollten dann wahrscheinlich die Sklaven zu Skule zurückbringen. So vermute ich das zumindest, wie es abgelaufen und passiert sein könnte. Das würde meiner Meinung nach nämlich sehr viel Sinn ergeben. So, liebe Leute, wir wollten ja irgendwann auch nochmal hier nach Skerninge wegen diesem Grab, wegen dieser Jagd auf das Grab, das uralte Ganggrab. Aber bevor wir das machen, liebe Leute, werde ich auf jeden Fall erstmal. Ach, das Waldlager ist leider besetzt. Verdammt, besetzte Lager, das ist ja blöd. Hohe Sicherheit, niedrige Nahrung. Ja, toll, das ist besetzt. Kann ich auch woanders hinreisen? Nee, dann müssen wir halt mit den Verletzungen zurück nach Riebe. Dann ist das so. So. Ja, wen nehmen wir da dort mit? Ich würde sagen, die Gruppe, die wir auch schon jetzt dabei hatten im Sumpf, die auch wirklich dabei waren, die nehmen wir auch mit zurück nach Riebe. Und dann erstatten wir Jarl Ranghild erstmal Bericht über das, was passiert ist und klären sie über die Vorgänge auf, so wie wir sie wahrgenommen haben. Ich hoffe, das Spiel kommt auf die gleiche Idee wie ich. Aber es muss eigentlich so sein, liebe Leute. Es wäre sonst ein wenig... was? Warum bin ich denn hier? Hä? Moment mal, bin ich jetzt blöd? Warum sind wir wieder im Sumpf rausgekommen? Ach, Gebiet betreten? Habe ich das Falsche gedrückt? Mein Gott, wir sind übrigens hungrig. Ausdauer und Gespür minus 3. Wir müssen uns dringend in ein Lager verziehen beim nächsten Mal. Denn ich glaube, in der Stadt, weiß ich nicht, kann man das auch in der Stadt auffüllen? Ich glaube nicht, ne? Naja, aber jetzt sollten wir in Riebe sein, endlich. Wenn das jetzt hier kein Riesenbug ist. Manchmal ist man ja so ein bisschen abwesend und merkt sowas nicht, was man da an falschen Tasten drückt. Aber das sollte jetzt eigentlich klappen. Die Ladezeiten sind leider relativ lang. Ich habe das Ding hier schon auf der SSD-Festplatte liegen, also schneller wird's nicht mehr. So, die wurden alle hungrig, das wissen wir. So, ja, wir haben ja hier den Marker, das ist direkt um die Ecke. Dann lasst uns ins Langhaus gehen, zu Jarl Ranghild und ihr Bericht erstatten. Und dann müssen wir uns dringend um unsere, um unsere Gruppe kümmern, dass die wieder Nahrung zu sich nehmen und geheilt werden. Ranghild die Weiße steht höflich auf und ergreift dein Handgelenk, als du zu ihr kommst. Willkommen in Riebe, Sigurd. Was verschafft uns die Ehre deines Besuchs? Ja, wir berichten ihr, der Sumpf ist sicher, niemand wird dort mehr verschwinden. Wirklich? Was hast du denn dort vorgefunden? Üble Riesen aus Utgard.
Ja, ich glaube, wir bleiben mal auf dem Boden der Tatsachen. Es waren drei Brüder, deformiert, aber nur Menschen. Sie sind jetzt tot. Sie atmet erleichtert auf, wirkt jedoch ein wenig bekümmert. Was immer sie zu ihren Übeltaten getrieben hat, jetzt sind sie davon befreit. Jedenfalls hast du Riebe einen großen Dienst erwiesen. Hab Dank, Sohn des Helgi. Hier hast du die versprochene Belohnung. Oh, 5 Fertigkeitenpunkte. Oder kriegen wir noch was anderes? Wir sprechen uns später wieder. Wenn du Rat suchst, komm ruhig zu mir. Ich habe stets ein offenes Ohr für meine Kollegen. Alles klar, wir haben das Ding abgeschlossen. Und wir haben jetzt auch 31 Ruf in Riebe. Wir sind immerhin toleriert. Das klingt schon mal ganz gut. So, dann haben wir ein Quest aktualisiert. Zusammengewürfeltes Gefolge. Wir können jetzt in Riebe Söldner anheuern. Konnten wir das vorher noch nicht? Ach nee, wir haben in Riebe geholfen, das Sumpfgebiet wieder sicher für Reisende zu machen. Oh, da können wir jetzt bei Skallagrim dann Leute anheuern? Das könnten wir nochmal gucken. Ich glaube, das war irgendwie der Dialog, oder? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Dann müsste ich mal kurz bei dem nochmal vorbeischauen. Der hatte dort ja, glaube ich, einige Söldner im Training. Wenn mich nicht alles täuscht in der Erinnerung. Ist jetzt schon länger her, als ich diese Folge damals aufgenommen hatte. Aber ich meine, dem wäre so gewesen. So, Kampagnenkarte, baufälliges Haus, Tempel, Heim von Mardolson. Langhaus der Huskals, war es das? Ingimars Heim. Ja, ich glaube, wenn, dann müsste es das hier eigentlich sein, ne? Ja, genau, da steht er, ja. Dann lasst uns mal dorthin marschieren. Ich hoffe, unsere schlechten Stats, die wir derzeit haben, sind jetzt hier nicht ein ganz großes Problem. Ah, das ist wirklich nervig, dass wir hier Abzüge bekommen. Aber ich wollte jetzt auch nicht vorher unbedingt in das Lager. Ach, wir haben 1000 Preziosen erhalten. Oh mein Gott. Das war natürlich eine krasse Entlohnung. Das sehe ich jetzt erst. 1000 Preziosen. Das ist natürlich richtig gut. So, Skallagrim unterbricht sein Training, als er dich kommen sieht. Na, hier haben wir doch endlich mal jemanden für den Mut. Kein Fremdwort des Kumpels. Der Ungeheuer Schlechter höchstpersönlich. Ich habe gehört, dass du das Sumpfgebiet wieder sicher gemacht hast. Scheiße, inzwischen weiß schon bestimmt die ganze Stadt davon. Krieger strömen jetzt in Scharen zum Hafen, um sich nach neuer Arbeit umzusehen. Die Händler benötigen ihren Geleitschutz jetzt nämlich nicht mehr. Wenn du immer noch vorhast, eine Mannschaft anzuheuern, müsste das jetzt problemlos möglich sein. Ich sage dir, was ich brauche. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Wo geht's jetzt hin? Schauen wir uns mal an, ob wir uns jetzt irgendwie Leute auswählen können. Aha. Wir können jetzt Gefolgsmänner auswählen. Gruppenauswahl. Kriegerin Berserker, das sind unsere Bestehenden hier. Gesperrt sind unsere beiden besten Freunde, Gnefjon und Ketil. Wir sind selbst dabei. Asleif, Roskva, Gunnar und Eides befinden sich in der Gruppe. Was können wir hier erstellen? Ach, jetzt können wir hier Eigenleute erstellen. Aha. Und dann dürfen wir... Aha. Bestehenden auswählen. Haben wir nicht. Okay. Also entweder finden wir jetzt noch weitere Gefolgsleute, um eben... Ich glaube, 9 brauchen wir, ne? Das sind jetzt... Oder brauchen wir 9 abgesehen von uns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das würde hinhauen. Ich breche das Ganze jetzt mal ab, weil ich will das jetzt nicht entscheiden in der Folge. Denn ich möchte das zu einem späteren Zeitpunkt erst entscheiden. Weil ich weiß nicht, ob wir woanders nicht doch noch Gruppenmitglieder bekommen, die tatsächlich schon im Spiel integriert sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Und die ihre eigene Hintergrundstory mitbringen. Das wäre natürlich noch mal viel cooler. Ich meine, es ist auch interessant, dass man hier die Ränge aufstocken kann. Aber... Ja, genau, das ist jetzt hier abgeschlossen. Wir sollen mindestens 9 Gefolgsleute rekrutieren. Aber vielleicht finden wir ja auf unserem Weg noch weitere, liebe Leute. So, lasst uns mal hier zur Kampagnenkarte reisen.
Und dann werden wir erstmal in ein Lager gehen und dort unsere Verletzungen heilen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste und Nahrung entsprechend verarbeiten. So, wir müssen eigentlich hier unten hin. Also das Lager wäre am sinnvollsten, hat aber wenig Nahrung. Vielleicht gehen wir erstmal hier ins Waldlager. Ist ein bisschen außerhalb des Weges, aber das ist nun mal so, wie es ist. Wir haben sowieso einen langen Weg über Norden hier vorzunehmen. Ermüdete Charaktere Aslife. Ah, das sieht man hier schon. Sonnenuntergang, ermüdete Charaktere Nefja und so weiter. Ja, dann lass uns jetzt erstmal in das Waldlager marschieren. Gute Idee. Ja, wir betreten das Lager und dann ruhen wir uns dort gleich aus. Und kümmern uns um unsere Verwundeten, was? So, Sigurd und Nefja und Roskva brauchen eine behandelte Verletzung. Wir haben einige Gegenstände, die repariert werden müssen. Und er ist immer noch verärgert hier, Aslife. Das ist nicht gut. Ja, so, Pökeln macht er. Er wendet Erschöpfung ab. Er jagt wieder. Fleisch für die Expedition ruht sich dann aus. Sie bewacht Nefja, das ist auch okay. Ah ja, Kräuter in Medizin umgewandelt. Hätte Eidis nicht auch die Möglichkeit? Hexenkunst Stufe 1 hat sie, ne? Und sie hat Hexenkunst Stufe 3. Aber dann könnte Eidis sowas doch auch machen. Heilen macht aber niemand. Haben wir denn nicht schon Medizin dabei? Moment mal. Ist das hier drin? Medizin 72. Aber Heilen Stufe 2, ja, dann würde ich sagen, soll sie doch lieber mal die anderen hier heilen. Ach so, was ist das? 40%? Ist es ein Verschlechterungsrisiko? Kosten 4? Hä? Moment, das muss ich jetzt erstmal verstehen, was das meint. Patient automatisch zuordnen. Behandlungsbonus minus 20%. Also erstmal muss Sigurd seine Stichwunde behandelt bekommen, das ist ja auch klar. Ah ja, okay. 4 Medizin wird genutzt, um Sigurd zu heilen. Das ist ja schon mal gut. Sigurd wird hier geheilt. Und dann heilt sie ebenfalls noch Nefja. Nefja hier. Für 6 Medizin. Kann man noch mehr heilen, theoretisch? Reicht denn einmal heilen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie das funktioniert. Heilen wird angewendet, um verletzte Begleiter zu heilen. Das ist mir klar. Eidis hat immerhin Stufe 1 Heilung. Das, was die meisten ja nicht haben hier. Oder hat Gunnar sowas? Ne, der hat das auch nicht. Kettil kann tüfteln. Aber Reparatur hat er nicht. Wir bräuchten auch jemanden, der repariert, ne? Das kann er aber leider auch alles nicht. Ist ein bisschen unausgewogen hier, unsere Gruppe. Muss ich leider sagen. Doch, sie könnte reparieren. Die Schleuder, das Schild. Gepolstertes Kiefernschild ist ziemlich im Eimer. Der Fellhelm, naja, der hält eh nicht viel aus. Ich glaube, das gepolsterte Kieferschild wäre mir am liebsten. Wir haben aber auch nur Rohmaterial 22, also 15. Das würde zur Reparatur dann auch reichen. So, dann haben wir zweimal Fleisch, 56 Rationen, also das sollte ja dicke reichen. Bewachung 95, Jagen 85. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel jagen müssen. Kettil, was könntest du denn noch tüfteln? Kampfgegenstände herstellen.
Aber da bräuchten wir mit Sicherheit. Ach so, Krähenfüße. Barrikaden können wir nicht. Ein bisschen Met, Wasserschlauch, solche Sachen. Das ist das Tüftelmenü. Hier können deine Gefolgsleute Handwerksressourcen einsetzen. Ach, dafür sind diese ganzen Ressourcen da. Sehr gut. Um Wurfgegenstände, Verbrauchsgegenstände oder Fallen, die im Kampf eingesetzt werden können, herzustellen. Jede Stufe der Tüftelfertigkeit schaltet neue Gegenstände frei. Ah ja. Um zu sehen, was ein Gegenstand bewirkt, fahre mit der Maus über das entsprechende Symbol und liest den Tooltip. Also Fackel erhält unmittelbare Umgebung, wodurch angrenzende Feinde leichter getroffen werden können. Ah ja. Stolperdraht. Dafür haben wir zum Beispiel eine Menge Seil. Rang 3 haben wir noch nicht. Das wäre dann hier Giftkrähenfüße und Co. Aber wir könnten zum Beispiel Krähenfüße herstellen. Ja, ich würde sagen, Krähenfüße herstellen, anstatt hier einmal jagen. Das machen wir mal mit Kettil. So, Nefja bewacht, genau wie Aslife. Das ist auch ganz gut. Die Bewachung ist eigentlich ideal. Ja, Roskvark kann leider nicht geheilt werden. Oder ich glaube, doch von Eidis könnte sie geheilt werden. Das könnten wir machen. 14 Medizin, aber immerhin, wir haben die Medizin, ja. Dann heilen wir Roskva mit Eidis. Gut, dass wir eine haben, die auch noch Sekundärheilerin ist. Das ist sehr, sehr gut. Ah, okay, wir können jetzt die Nahrung den Begleitern zuweisen. Ach so, dann wird kein Fleisch verderben. Ah, okay, dann nehmen wir. Oh, verzeiht, ich habe mein Mikro getroffen. Dann nehmen wir auf jeden Fall erstmal das noch nicht gepökelte Fleisch und dann haben wir immer noch genug Rationen übrig. Okay, ich glaube. Ja, hier wird Fleisch in Rationen umgewandelt, aber ich glaube, das könnten wir theoretisch auch ein zweites Mal noch machen, ne? Ja, machen wir das mal. Sigurd verfügt noch über freie Schichten, Pökeln, perfekt. Niemand wurde zum Aufräumen eingeteilt. Jetzt haben wir aber keine Schichten mehr übrig, um das zu tun, ne? So richtig. Sicherheit, -12%. Letzte Schicht aufzuräumen. Wer könnte das machen, das Aufräumen? Eigentlich sind hier alle schon gut beschäftigt. Oder lassen wir es jagen diesmal komplett sein, weil wir so viel Rationen haben. Und lassen Kettil am Schluss aufräumen. Sehr gut. Das Aufräumen vor dem Verlassen des Lagers verhindert, dass der Wert für die Sicherheit nach deinem Besuch sinkt. Der steigt hier sogar um 4%. Wenn du das Lager nicht aufräumst, wird es mit jedem Besuch schwieriger zu bewachen. Aus naheliegenden Gründen kann man nur in der letzten Schicht des Tages Leute für das Aufräumen einteilen. Es reicht, einen Gefolgsmann für eine Schicht Aufräumen einzuteilen, um Sicherheitseinbußen zu verhindern. Ja, das sehen wir auch. Perfekt. Gut. Ich glaube, so machen wir das. Wir schlagen das Lager auf, diesmal ohne Jagen, aber wir haben ja noch was zum Pökel, wir haben Rationen, also das sollte problemlos machbar sein. So, wir können zwar keine Kräuter dann mehr in Medizin umwandeln, dafür haben wir aber endlich mal Charaktere geheilt. Das ist, glaube ich, sehr gut. Als dein Gefolge am Morgen zusammenpackt und die Abreise vorbereitet, bemerkst du ein Loch in einem der Säcke. Du überprüfst die darin verstauten Rationen und bemerkst, dass das meiste davon Nagetieren zum Opfer gefallen ist. Der halbe Inhalt muss weggeworfen werden. 8 Rationen haben wir verloren. Schade, aber nicht zu ändern. So, Zustände haben sich irgendwie verbessert, habe ich da oben noch gesehen. Also, wir verlieren 24 Medizin, 15 Rohmaterial, 2 Rationen bekommen wir dazu von Sigurd und wir haben 9 Fleisch verbraucht. Ah ja, okay. Wir haben jetzt Krähenfüße hergestellt, etwas, das, glaube ich, Kettil gut nutzen kann. Roskva ist wieder gesund geworden, das ist super. Also ihr Bein hat sich geheilt. Und Sigurd und Nefja sind jetzt von einer mittelschweren auf eine leichte Verletzung zurückgekehrt. All deine Gefolgsleute haben gegessen und sind gut ausgeruht, so lese ich das hier. Sehr gut, dann können wir weitermachen, das ist dann schon okay. Eigentlich müssten wir natürlich die Leute noch weiter heilen, aber vielleicht können wir das in einem späteren Lager noch machen. Ich guck mal gerade.
Er hat jetzt nur noch eine leichte Stichwunde am Arm. Das nimmt ihm natürlich 3 Stärkepunkte. Und Nefja hat noch den leichten Armbruch. Auch das nimmt ihr Stärkepunkte. Ah, sie ist gut ausgeruht. Sehr schön. Ja, minus 5 Stärke. Also die beiden hauen nicht mehr so hart drauf. Sie ist geheilt. Oh, 10 Gespür. Ah, sie sind gut ausgeruht. Das gibt Boni bei Ausdauer und Gespür jeweils. Das ist doch gut, liebe Leute. Okay. Ja, wir müssen schon der 23. Februar, wir müssen auch langsam mal vorankommen. Ich würde sagen, leichte Verletzung. Hat das eine große Wahrscheinlichkeit, sich zu verschlechtern? Kann ich das irgendwo sehen? Nee, ne? Sind gut ausgeruht. Ja, würde ich sagen, wir reisen jetzt hier direkt nach Skerninge. Auf geht's, das dauert ja lange. An einem Flussufer gehst du mit deinem Gefolge einen mit Pflanzen überwucherten Wassergraben entlang, als du plötzlich jemanden hinter dir schrill aufschreien hörst. Du drehst dich gerade noch rechtzeitig um zu sehen, wie Asleif in den Graben fällt. Der Rand des Grabens ist von feinen Wurzelausläufern durchzogen und hat dadurch an Stabilität verloren. Er grunzt verärgert, als er im überwucherten Wasser herumstrampelt. Der Archetype, was? Hä? Also Asleif schiebt die lange Ranke mit den großen Blättern beiseite und klettert schimpfend wieder heraus. Asleif steht die Schamesröte im Gesicht, doch dem immer leidender wirkenden Blick nach zu urteilen, steckt offensichtlich mehr Ungemach dahinter als nur verletzter Stolz. Diese Pflanze, das ist Saugkraut. Asleif wird schon bald heftige Schmerzen bekommen, wenn wir nicht den Pflanzensaft abwaschen und lindernde Umschläge auflegen, meldet sich Roskva. Wir müssten 5 Medizin benutzen, ja, aber das werden wir machen. Halt still, Asleif, das wird dir helfen. Es dauert zwar einen Moment, doch als du erst einmal den Pflanzensaft mit Wasser aus dem Fluss abgewaschen und den Umschlag aufgelegt hast, zeigt Asleif schon erste Anzeichen der Besserung. Das tut gut, danke. Ich werde ab jetzt besser Acht geben. Na gut, Asleif. Dank deiner schnellen Diagnose und Hilfe wird Asleif nicht allzu sehr leiden müssen und rasch genesen. Nach ein paar Stunden kann er bereits den Umschlag entfernen und die Haut darunter hat keine sichtbaren Schäden davongetragen. Gut, liebe Leute, wir sehen hier drüben ist Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Wir sind also hier über einen ganzen Tag lang unterwegs. Das Lager ist leider auch besetzt. So, ihr seid schon ein paar Stunden gewandert, als vor euch auf der Straße 2 Reisende auftauchen, die in dieselbe Richtung unterwegs sind. Allerdings deutlich langsamer vorankommen als ihr. Der ältere der beiden, ein Mann mit eingefallenen Wangen und einer Narbe quer über den Lippen, stellt sich schützend vor seinen Begleiter. Geht weiter, wir wollen keinen Ärger. So, wir können sie untersuchen oder sie fragen, gefangen nehmen. Na, das machen wir nicht. Also sowas Brutales, Leute auf der Straße aufzugabeln als Sklaven, das werden wir auf jeden Fall nicht machen, liebe Leute. Wir untersuchen das Ganze mal. Ihre schlichte, farb- und formlose Kleidung ist klamm und schmutzig von der Reise. Sie wirken drahtig, wie Menschen, die an harte Arbeit und kargen Lohn gewöhnt sind. Wir können ihnen Rationen schenken. Wir können sie fragen, warum sie so schlecht zu Fuß sind. Wer sie denn sind? Reisende, die vom Glück verlassen wurden. Wir wollen nichts von euch. Bitte, lasst uns doch einfach in Ruhe. Ihr seid Sklaven, stimmt's? Wahrscheinlich auf der Flucht, stellen wir fest. Die Empörung steht ihm ins faltige Gesicht geschrieben. Wir sind Freigelassene, wir möchten ein neues Leben beginnen. Tja, sollen wir ihnen 4 Rationen schenken? Leider sieht man hier in der Übersicht nicht, wie viel Rationen wir noch haben, aber ich glaube, wir können es entbehren. Wir sind so freundlich. Ihr habt einen harten Weg vor euch. Nehmt das, ihr könnt es gebrauchen. Sichtlich überrascht nimmt er deine Spende an. Sein wettergegerbtes Gesicht entspannt sich zu einem ehrlichen, freundlichen Lächeln. Ich danke dir, du bist zu freundlich. Vielen Dank, sagt Ubein. Ihre Dankbarkeit lässt dich gut gelaunt weiterziehen. Wohin sie auch gehen, sie werden zumindest eine Zeit lang nicht hungern müssen auf ihrer Reise. So, liebe Leute, wollen wir in ein nicht sicheres Flachlandlager? Das andere Waldlager hier ist sicherer. Und es gibt trotzdem viel Nahrungsangebot. Da könnten wir nochmal einen Stopp machen und versuchen, die anderen Verletzungen zu heilen, ein paar Kräuter zu sammeln und umzuwandeln in Medizin. Wir haben noch 46 Rationen. Ich glaube, tatsächlich würde das Sinn machen.
Ja, los, lasst uns doch mal einen Stopp einlegen. Und bevor wir einen Stopp einlegen, würde ich auch sagen, dass ich jetzt an dieser Stelle schon mal die Folge beende. Das machen wir dann in der nächsten Folge und dann bewegen wir uns auch nach Skerninge und reisen dort innerhalb von 11 Stunden hin, um uns auf die Suche nach dem alten Gangrab zu begeben. Also bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Euer Tastenauer sagt ciao, ciao.